this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Peter, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Soll ich mich ausziehen? Was? Warum willst du dich ausziehen? Ist doch ein Casting, oder? Peter, das hast du missverstanden. Peter, das ist nicht so eine Art von Casting. Nicht? Nein. Schade. Nein, Peter, ich möchte mit dir für unser Publikum heute Abend etwas ausprobieren. Okay, ich zieh mich aus. Nein, soll ich nicht ausziehen. Peter, ich habe dir was mitgebracht, und zwar Spielkarten. Die langweilig. Nein, wir machen jetzt ein grenzgeniales Kartenkunststück. Kenn ich auch. Kennst du nicht? Kenn ich doch. Pass auf, wir machen Folgendes. Nicht anfassen. Sorry. Das Neues, wir haben dann telefoniert, der Andi hat gesagt, du, pass auf, am 13. Dezember hätten wir die Rapid Business Weihnachtsfeier. Kannst du kommen? Sag ich, Andi, ich hab schon Weihnachtsfeier gemacht. Wurscht, komm später noch, mach die Weihnachtsfeier, komm noch, geht das? Sag ich, ja, das, also nachher, so gegen 10 kann ich natürlich da sein, das ist kein Problem, mache ich sehr gerne. Hat er gesagt, jetzt müssen wir noch wegen einem Preis reden. Sag ich, ja, 2000 Euro. Sag ich, passt, wunderbar, haben uns geeinigt und ich bin am nächsten Tag auf die Bank gefahren, hab das Geld überwiesen. Und, also, wie gesagt, komm auch einmal mit diesem, vielen Dank. Ja, es ist ja, ich mache es ja gleich, ich bin ja, wie gesagt, im Herzen ein Grüner und hätte natürlich heute auch für 5000 Euro bei der Bayern München Weihnachtsfeier auftreten können, leider wird das Geld nicht zusammengebracht und von daher gesehen freue ich mich sehr, dass ich heute da bin. Das war, ist eh gescheitert, muss man sagen. Nicht? Ich meine, wenn sogar in der Hofburger Grüner sitzt, was mag ich in Bayern? Nicht? Also, so, this is Christmas. We get more strong.